Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution Herausforderung. Wir versuchen Isla Nublar auf sehr, sehr schwierig abzuschließen, damit wir einen Indominus Rex Skin freischalten. Und wir haben beim letzten Mal unsere zwei ersten Dinosaurier in unserem Park zum Leben erweckt. Das sind einmal der liebe Hans und die Hildegard. Ich weiß aber nicht, wo sie sich gerade rumtreibt. Da. Die sind hier die ersten Bewohner unseres Parks geworden. Und damit sind auch die ersten Gäste in unserem Park angekommen. Aber wir dürfen natürlich keine Müdigkeit vortäuschen und müssen direkt weitermachen. Mein nächstes Ziel ist natürlich der Triceratops. Deswegen forsche ich da weiter, auch wenn ich glaube, die Ausgrabungsstätte hier nicht so mehr so gut ist, die Hell Creek Formation. Vielleicht sollten wir gleich mal eine andere anfliegen. Aber schauen wir, wir haben auch noch Fossilien hier in unserem Fossilienzentrum. Sehr gut, sogar vom Triceratops. DNA, DNA. Wir sind schon bei 63%. Hier ist gerade noch Bernstein vom Triceratops am Dingensen. Und wir haben noch drei weitere Fossilien. Das sieht sehr, sehr gut aus. Tatsächlich würde ich bei dem Triceratops gerne vorher 100% erreichen, damit wir auch Tiere haben, die schön lange überleben und somit guten Gewinn für uns bringen werden. Als nächstes müssen wir auf jeden Fall zwei Gebäude noch bauen. Wir brauchen das Forschungszentrum und das ACU-Zentrum, jeweils 400.000. Nicht gerade ein Schnäppchen, aber was muss, das muss. Ich würde tatsächlich gerne hier das Wasser entfernen. Ich weiß nicht, wie teuer das sein wird. Boah, es geht ja noch. Ich brauche hier die Fläche. Ich will hier noch die Gebäude machen. Mega doof, man kommt hier in so einen Park und dann ist hier so direkt so Industrielandschaft und irgendwelche Forschungsgebäude und sowas. Also ist jetzt nicht mein Favorite, aber wir können das leider gerade nicht anders umsetzen. Ist halt alles geldtechnisch nicht anders machbar. Aber es geht ja auch nicht darum, wie es hier jetzt aussieht und ob es alles perfekt ist. Es geht darum, dass wir das hier alles bewältigen, weil das wird noch super schwierig werden, sobald die ersten Wirbelstürme und anderen Katastrophen passieren werden. Und wir auf die ersten Fleischfresser haben. Na, jetzt, wenn so ein Struthiomimus mal ausbüchst, das ist ja halb so wild. Schutzraum brauchen wir auch noch. Ich müsste eigentlich als nächstes einen Schutzraum bauen. Sicher ist sicher, falls ein Sturm kommt, dass wir zumindest die Gäste dort in Sicherheit bringen können. Mal schauen. Oh! Standort erschöpft. Also die Hell Creek Formation ist jetzt RIP. Da können wir nichts mehr hinschicken. Aber wir haben doch noch irgendwo anders Triceratops. Hier ist noch Triceratops. Dann müssen wir hier hin. Nützt nichts. Ja, die anderen beiden, die bringen uns nicht viel. So. Sehr schön. Aber er hat ja auch noch wieder ein paar Fossile mitgebracht. Unter anderem vom Triceratops, der auch schon echt mega hoch ist. Vielleicht reicht das hier auch schon fast. Die beiden noch, also die drei noch dazu. Dann sind wir vielleicht im hohen 90er-Bereich. Dann ist es schon nicht schlecht. Und ganz viel Nebenerzeugnisse. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt können wir unseren Schutzraum bauen. Das machen wir jetzt auch als erstes. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss vor einem Sturm. Den batschen wir mal hier noch hier. Schön mittig vom Eingangsbereich hin, sodass jeder diesen Schutzraum schnell erreichen kann. Okay, okay. So langsam nehmen wir auch ordentlich Fahrt auf hier. Ihr merkt, das geht jetzt hier alles ruckzuck voran. Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Das weiß ich doch alles schon, Mensch. So. Wir müssen hier alles wieder erforschen. Ey, das ist, als wenn ich das Spiel neu anfange. Ey, krass. Ja, wir müssen gleich mal gucken. Ich will eigentlich auf jeden Fall diesen Sturm, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Ich zeige euch das mal. Hier, diesen hier. Sturmabwehrstation will ich eigentlich unbedingt haben. Ja, mal schauen. So, Expeditionskarte ansehen. Wir fliegen jetzt mal ganz woanders hin. Keratosaurus sind wir, glaube ich, noch nicht so weit, oder? Flieg nochmal hier hin. Keratosaurus wird natürlich unser erster Fleischfresser werden, so wie es aussieht. Bleibt uns ja auch nicht viel anderes übrig. Ja, wir haben schon wieder schöne Exkremente gefunden von einem Fossil, also von einem Dino. Versteinert, so, mein Gott. Okay, okay, okay. Tatsächlich können wir auf jeden Fall, ich würde hier gerne noch ein bisschen den Wald ein bisschen entfernen, also hier die Büsche, Bäume. Man sieht hier hinten nämlich nicht viel. Ich meine, der Struthiomimus sind sowieso nicht wirklich
groß anfordernde Dinos. Das Gehege ist auch viel zu groß für die, aber ich würde hier auch gerne noch ein paar andere Dinosaurierarten mit reinmachen. Einfach weil es günstiger ist, als wenn ich jedes Mal ein neues Gehege bauen muss. So, Fossilien. Dann holen wir mal unsere... Ach, kein Geld mehr, oh nein. Okay, wir brauchen Kohle, Leute. Wir können nicht mal mehr auf Forschung gehen gerade. Sehr gut. Nochmal Exkremente, 40.000. Und Rizi. Ich weiß nicht, ob wir davon alles brauchen werden. Brechen wir ab, dann können wir nämlich gucken, wie weit wir gleich sind. Warten wir eben hier die Zeit kurz ab. Und dann sehen wir ja, wie viel Prozent uns noch fehlen. 96. Ich glaube, das könnte schon reichen. Perfekt, dann können wir das nämlich verkaufen hier. Dann haben wir wieder ein bisschen Kohle. 120.000. Es regnet schon wieder. Können wir auf jeden Fall schon mal auf Expedition gehen. Keratosaurus. Dann fangen wir doch mal an mit dem Keratosaurus. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Und als nächstes können wir dann unsere ersten Triceratopse ausbilden. Ihren anhaltenden Erfolg wird die Hammond Foundation einen Teil ihrer Einnahmen einziehen. Die eingezogene Summe erhöht sich mit der Leistung ihres Parks. Seien Sie jedoch gewarnt, die Summe wird nie sinken. Boah, habt ihr das gerade gesehen, wie viel die abgezwackt haben? Ich glaube, wir haben jetzt nur $600 oder so bekommen von den Einnahmen. Holy shit. Neues, vollständiges Genom Triceratops. Sehr, sehr schön. Mal schauen, wie teuer der ist. 230.000. Eieiei. Eieieiei. Was haben wir denn hier noch für Missionen? Offen. Aufträge. Prestige ist wichtig. Verkaufen Sie einen Struthiomimus. Ja, dafür brauchen wir erstmal die ACU-Station. Inselbewertung auf 0,5. Ja, das wird schwierig. Fossilien, sehr gut. Schießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto eines Dinosaurus, der an der Futterstation frisst. Das können wir gleich nochmal eben schnell machen. 400 Riesen. Aber zunächst gehen wir erstmal Fossilien schauen. Rhodium, perfekt, 80.000. Und Keratosaurus. Verkaufen wir das jetzt erstmal? Ne, ich möchte... Ja, nee, wir können das nicht verkaufen. Wir brauchen Dinosauriervielfalt in unserem Park, wenn wir Erfolg haben wollen. Ich würde sagen, wir müssen hier noch ein Tor einbauen. Wir können uns das Tor nicht leisten. Nein, wie soll ich denn jetzt ein Foto schießen? Ich kann halt jetzt nicht ins Gehege rein. Das ist, ganz schön doof. So, unser Expeditionsteam ist zurück. Wir mussten jetzt warten, wir hatten kein Geld. Und jetzt können wir ein Tor auf jeden Fall reinbauen. Tatsächlich bin ich gerade hin und her gerissen. Ich glaube, ich verkaufe die jetzt erstmal, Leute. Damit... Ich mache jetzt erstmal das Tor, damit wir ein Foto machen können. So. Perfekt. Dann fahren wir mal eben... Ach, hier. Ranger-Team. Fahrzeug lenken. Dann fahren wir mal eben da rein. Und hoffen, dass wir mal eben schnell 100.000 verdienen können. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe, Leute? Nicht gut. Wir müssen den noch eben losschicken. So, nochmal hier... Keratosaurus. Und dann fahren wir wieder. Einmal hier rein. So. Ups, das wollte ich nicht. So. Liebe Struthiomimus, würde euch bitten, einmal futtern zu gehen. Ein schickes Bild. Na komm. Oh, perfekt. Ja, los, friss. Kleine. Friss. Ey. Kollege. Das ist jetzt nicht angetäuscht, oder? Hallo. Nein, er trinkt. Er trinkt auch nicht. Er rennt weg vor uns. Er hat Angst. Oh, so ein Mist. Zielen sind wieder da. Wir machen das mal eben. Nein, ich wollte ihn nicht auffüllen. Oh, RIP. Jetzt habe ich 40.000 verschwendet. Oh nein, ich habe mich verklickt. Nicht genügend Geld. Ja, super. Rhenium, sehr gut. 100.000 ist das hier wert. Ich kann aber jetzt auch nicht alles verscherbeln, weil ich sonst das Genom nicht voll kriege. Das ist... Kauf's, Leute.
brauche das Geld. Und die hier, die extrahiere ich. Nützt ja nichts. Und dann würde ich sagen, könnt ihr nämlich wieder los. Und nein, du bleibst schon hier. Nein, 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 nein. Wir müssen ein Foto machen. Oh nein, ich glaube, der frisst gleich. Oder? Weiß nicht. Komm schon. Lasst euch nicht stören von mir. Geht einfach ganz in Ruhe gemächlich essen. Ihr Hübschen. Es ist schon schön, die mal so ein bisschen zu beobachten, ne? Nun fehlt uns dafür echt die Zeit. Es ist schade, dass die gerade nicht fressen gehen. Ich mach einfach mal so ein Bild, das bringt ja auch ein bisschen Punkte. Oder Geld. Mhm. Aussondern. Das mache ich gar nicht, weil sonst bringt das andere Foto gleich kein Geld mehr. Vielleicht ein bisschen näher ran oder so. Aber das ist ein schönes Foto, oder? Das muss doch ein bisschen mehr geben. Auch nicht wirklich viel, aber besser als nichts. Wir nehmen das jetzt einfach mal mit. Könnt ihr jetzt mal futtern? Echt ärgerlich. Hm. So, Fossilien ansehen. Für dieses Fossil herrscht keine Nachfrage mehr am Markt. Okay. Das heißt, wir können Keratosaurus schon mal nicht mehr verkaufen. Und nein, die ist erschöpft. Das war jetzt nicht nice. Aber wir haben hier noch Keratosaurus. Gehen wir da mal hin. Hm. Nein, 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 nein. Ich brauche dieses Foto, Leute. Es geht nicht anders. Auch wenn das jetzt hier wirklich Zeit frisst. Ja, kommt schon, ihr beiden. Oh, ich glaube, er frisst jetzt. Los. Lass dich nicht stören. Oder auch nicht. Oh Mist. Das gibt's doch nicht. Haben die denn keinen Hunger? Nahrung. Die müssten eigentlich bald wieder essen. Also es kann nicht mehr lange dauern. Ich habe nur Angst, dass der Jeep da rausfährt. Oh, jetzt geht er fressen. Jetzt geht er fressen. Gott, schnell, 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 schnell. Sehr gut. Ist scheißegal, wie das jetzt aussieht. Wir haben die Mission abgeschlossen. Das Foto haben Sie ganz allein gemacht? Natürlich. So. Okay. 120.000, perfekt. Extrahieren, extrahieren. Das nenne ich Unterhaltung. Und wir müssen unser Dings losschicken. Das nützt nichts. So. Was machen wir denn? Sicherheit oder Wissenschaftsabteilung? Ich würde sagen, wir machen nochmal Wissenschaft. Wir können uns dabei helfen. Nein, sollten. Das kriegen wir hin. Zwei Fleischfresser-Fossilien, die suchen wir ja sowieso gerade. Das passt ganz gut. Also eine geschenkte Mission. Ich wollte gerade los, ne? So. Und dann fliegen wir da nochmal hin. Und das Ding ist, ich würde gleich gerne den ersten Trizi ausbrüten, aber 230.000 ist nun wirklich happig. Hm. Oh, neues lebensfähiges Genom schon. Das ist nicht schlecht. Ich schau mal, ob wir so noch ein paar Missionen annehmen können für Geld. Ne, können wir nicht. Zwei Fleischfresser-Fossilien, das kriegen wir hoffentlich hin. Inselbewertung auf 0,5. Sollte auch bald klappen. Strutiumimus verkaufen. Ja, das können wir leider noch nicht machen. Das ist schade, weil das auch nochmal echt Geld bringen würde. Wobei ich echt, es immer sehr schade und traurig finde, wenn man seine Dinos verkauft. Na du? Na, du würdest gerne nach draußen, ne? Kann ich verstehen. So. 162.000. Haben wir gleich die Mission, die eine schaffen, ja? 125.000 Bonus und dann könnten wir unseren ersten Trizi gegebenenfalls ausbrüten. Haben es geschafft, sehr gut. Beschaffen Sie zwei Fleischfresser-Dinger. Boah, guck mal, zweimal Bernstein am Start. Können wir aber nicht verkaufen, müssen wir extrahieren. Und nochmal Rhenium und Rhodium. Perfekt. Und wie üblich hatte ich recht.
Damit kriegen wir unseren ersten Trizi. Sehr schön. Ich guck mal, was so eine Modification kosten würde. 39 auf 46. 50. Können wir uns nicht leisten, Leute. Ich würde den gerne modifizieren. Aber die Chance, dass der dann auch nicht... beim Ausbrüten fehlschlägt, ist dann natürlich auch höher. Das können wir leider momentan nicht riskieren. Wir machen jetzt auf jeden Fall Sicherheit, weil man muss das ja in der Waage halten. Dieser Auftrag eignet sich hervorragend, um die Sicherheitsabteilung zu verbessern. Ich wäre enttäuscht, wenn Sie nicht annehmen würden. Ein Ranger-Treffsicherheit 1.0 Upgrade anwenden, das sollten wir hinkriegen. Sollte geldlich dann auch gar kein Problem sein, weil wir kriegen ja sogar mehr wieder, als dass wir Kosten haben. Ja, das Doofe ist nur, wir müssen das erst erforschen. Eieieiei. Es ist einfach nichts mehr erforscht, es ist super ungewohnt. Dass ich alles von vorne machen muss, sozusagen. Ich schau mal, was das uns kostet. Das hier? Ranger-Station. 50.000 machen wir mal. Oh nein, machen wir nicht. Kann ich es abbrechen? Guck mal, Hammond Foundationsgebühr. 25.000 Gewinn pro Minute. 400. Oh Gott, Leute. Das war nicht klug. Wir haben kaum noch Geld. 17.000. Wenn jetzt irgendwas passiert und wir ins Minus gehen, dann ist RIP. Dann sind wir geliefert. Dann könnte das hier schon gewesen sein. Aber der Heli kommt ja gerade wieder. Der Trizi ist fleißig am Brüten. Ich bin froh, dass diese ganzen Unwetter und Katastrophen und so noch nicht aktiv sind, gefühlt. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Extrahieren. Verkaufen. Okay, das war wichtig gerade, dass wir wartet mal, wir machen mal eben wo fliegen wir hin? Fliegen mal hier hin. Haben jetzt noch 26.000. Also es ist wirklich hier ganz, ganz knapp an der Finanz- und Existenzgrenze. Aber wir kriegen jetzt eine tolle Attraktion in unseren Park. Ich hoffe, der versteht sich gut mit den Struthiomimus. Mit Hans und Hildegard. Übrigens einer meiner Lieblingsdinosaurier, der Triceratops. Finde ich mega cool. Ein Triceratops ausgebrütet. Jetzt sieht er noch süß aus. Aber nur für eine knappe Woche. Ja, Owen. So. Wie nennen wir ihn denn? Trixi, Standardname. Aber finde ich geil. Passt immer zu einem Triceratops. Der sollte auf jeden Fall ein wenig Geld und so weiter mit einbringen, denke ich. Ist schon ein toller Saurier, oder? Ich finde den nur ein wenig, ja, der ist ein bisschen schlicht so, ohne Skin und sowas. Das ist halt wirklich so ein, einfach nur so ein grauer Klops. Aber ist schon cool, ist schon cool. So. Dann wollen wir mal, Fossilien sind auch wieder am Start. 75.000 ist am Start. Er hat wieder Rhenium gefunden für 100.000, das ist super. Edmontosaurus Bernstein verkaufen wir auch mal eben. Den Rest extrahieren wir, der hier noch ist. Dann schicken wir ihn auf jeden Fall wieder los. Wir fliegen nochmal zum Keratosaurus zu der Ausgrabungsstelle. Und dann würde ich fast sagen, dass wir bald... Eigentlich müssten wir als nächstes auf eine ACU-Station sparen. Ich weiß nur nicht, ob sich der Triceratops alleine wohlfühlt hier. Info, da steht das, glaube ich, ne? Idealer Bestand 1 bis 16, soziale Gruppe 1 bis 6, das heißt, er kann auch Einzelgänger sein. Ach du Schande, es gibt ja auch noch Krankheiten, die muss ich auch noch erforschen. Oh Leute, das wird alles echt nicht einfach. Ich bin es halt nicht mehr gewohnt, ich habe halt eigentlich alles freigeschaltet. Und wenn man dann einen Park baut oder so, dann hat man immer alles, braucht man sich um nichts mehr Sorgen machen. Super simpel und jetzt ist es halt echt wieder eine ganz schöne Herausforderung und gar nicht mal so einfach. Aber wir kriegen das schon alles gemanagt. Es hat halt auch immer echt ein bisschen was mit Warten zu tun, weil wir so eine Geldknappheit haben. Aber nützt ja nichts. So. Das extrahieren wir. Silber verkaufen wir. Und dann muss er wieder los. Es nützt nichts.
So. Überlegt gerade tatsächlich etwas, was ich machen könnte, gegebenenfalls. Sieht zwar nicht schön aus, macht aber vermutlich Sinn. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit bezwecken möchte, ne? Aber im Prinzip. Also ich wollte halt eigentlich. Sieht irgendwie komisch aus, aber es ist egal. Vielleicht können wir das noch ein bisschen schöner machen. Indem wir. Ja. Gott. Wartet mal. So kann ich den jetzt hier nicht bauen. Ach, keine Ahnung. Sieht scheiße aus, aber ich will halt damit bezwecken, dass wir hier so eine kleine. Einfach hier jeden Dinosaurier ausbrüten können, der wird dann hier freigelassen. Dann betäuben wir ihn und fliegen ihn in das entsprechende Gehege. Da müssen wir nämlich nicht so viele Entwicklungslabore bauen. Ist jetzt nicht ideal, aber könnte funktionieren so. Dazu brauchen wir aber auf jeden Fall eine ACU. So, wo fliegen wir denn mal hin? Wo können wir denn nochmal gut Geld verdienen? Wir fliegen mal hier hin, zum Hyangosaurus, den man nicht aussprechen kann. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Oh nein. Jetzt geht's nämlich los. Erkältung am Start bei Hildegard. Wo haben wir Krankheiten? Medizinische Behandlung. Meine Güte, Sie haben da einen kranken Dinosaurier. Zeit, ihn zu behandeln. Sonst tragen Sie auch die Verantwortung für das, was danach kommen sollte. Nein. Das ist genommen. Bin ich gerade doof? Das muss doch hier sein, oder nicht? Ich glaube, Erkältung kann man sogar schon behandeln, wenn ich das richtig sehe. Kranke Dinos stellen eine potenzielle Gefahr für andere Dinos dar. Sie erhöhen das Gott sei Risiko Dank. In den Einrichtungen. Kein Problem. So, der wird jetzt mal eben impfen fahren. Wir haben das Glück gehabt, dass Erkältung, dass wir da den Impfstoff schon gegen haben. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas, wo wir noch einen Impfstoff erforschen müssen. Also Glück im Unglück, das können wir ja so regeln. Betriebsgebäude. Ich brauche unbedingt das ACU, aber das wird echt nicht einfach werden. Fossilien ansehen. Oh, hier, das ist der Hyangosaurus. Okay. Wir brauchen das Geld, Leute. Es nützt nichts. Wir verkaufen den Kram. Schicken ihn wieder los. Ich weiß gar nicht, können wir hier unten auch noch was erforschen? Das scheint mir tatsächlich nicht so. Und er ist hier schön fleißig am. Können wir mal mit ihm selber machen. Ah, Krankheitsausbruch unter Kontrolle gebracht. Okay. Wir kamen zu spät. Ich wollte echt den Schuss eben gerade selber machen. Passt aber schon. Okay, das Ganze scheint hier gerade ganz gut zu laufen. Ich will mal eben was nachgucken, was ich auch noch unbedingt brauche. Gebäude. Restaurant und sowas brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir. Sturmabwehrstation verfügbar. Kostet 100.000, also die ist auch noch sehr, sehr wichtig, sind nicht sicher. Aber vorher brauchen wir die ACU-Station. Wir haben drei Dinosaurier, die irgendwie nicht wirklich viel Geld abwerfen. Es ist nicht einfach. Ah, die Ranger-Treffsicherheit wollte ich noch machen. Ranger-Treffsicherheit 20.000, damit kriegen wir 100.000 wieder gutgeschrieben. Das ist super.
beeindruckende Arbeit. Dankeschön. Wir müssen unbedingt noch diese beiden Missionen auch noch abschließen. Die obere können wir leider nur mit der ACU abschließen. Und die andere, die haben wir hoffentlich gleich erreicht. Wir machen... Oh, was machen wir denn? Wir machen nochmal Sicherheit. Es gäbe da einen Auftrag, über den Sie nachdenken sollten. Wirtschaften Sie insgesamt 15.000 Gewinn. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Das passt. Fossilien sind wieder da. DNA extra. Guck mal, jetzt können wir schon wieder die Fossilien nicht mehr verkaufen. Das ist echt bitter. Das können wir aber verkaufen. Das machen wir auch. So, damit haben wir 300.000. Das ist schon nicht verkehrt. Wir warten jetzt auf die ACU-Station. Ohne die ACU können wir nichts machen. Wenn wir ein neues Gehege bauen wollen, dann müssen wir hier auch die Dinosaurier transportieren können. Und das können wir auch nur mit einer ACU. Das heißt, wir sind wirklich abhängig von der ACU. Schicken ihn hier nochmal auf Expedition. Leute, was mir gerade nochmal eben aufgefallen ist, ist, wir sollten vielleicht mal gleich ein Fastfood-Restaurant bauen. Weil Essen werden die Gäste benötigen, sonst werden die alle wieder verschwinden. Ihr seht schon, es stehen so viele wichtige Dinge an und man weiß gar nicht, wo man mit dem Geld hin soll. Das wird wirklich eine super schwere Mission. Aber Essen ist wirklich wichtig und wir haben ja auch eine Mission, dass wir durch Attraktion Geld erwirtschaften müssen. Deswegen ist, glaube ich, das Fastfood-Restaurant gerade nicht unwichtig. Das hier benötigt Strom, auch das noch. Damit brauchen wir auf... Strom ist etwas, das wir bei unseren Operationen nicht einfach ignorieren können. Da brauchen wir auf jeden Fall ein Upgrade. Antriebslos. Haben wir natürlich noch nicht entwickelt. Das ist jetzt kritisch. Das ist ganz kritisch. Wir haben jetzt ein ganz großes Problem gerade. Weil das ist unsere Haupteinnahmequelle, die gerade keinen Strom hat. Nein, ey, was mache ich denn jetzt? Habe ich mich selbst in die Bredouille gebracht? Wir schauen mal eben, was hier so ein Upgrade kostet für... Dank Ihnen ist die Wissenschaftsabteilung noch ein wenig besser aufgestellt. Oh, wir haben 200.000 bekommen. Oh, Gott sei Dank, Leute. Wir sind, das könnte uns wirklich retten. Wir müssen jetzt aber eigentlich mal eben die Gebäude-Upgrades hier und dann für... wir machen nochmal Sicherheit. Da ist ein Auftrag auf meinem Schreibtisch. Die saure Bewertung 1.0 Sterne. Kriegen wir hin. Und wir wollen natürlich hier verbesserte Leistungen erforschen. Es dauert 5 Minuten. Danach können wir erst wieder unser Dings in Betrieb nehmen, was echt nicht gut ist. Was ist denn, wenn ich das jetzt rein theoretisch deaktiviere? Kriegt das Ding dann wieder Strom? Ja, perfekt. Dann lassen wir das Restaurant nochmal eben aus. Dann können wir nämlich hier weitermachen. Machen wir dann an, sobald wir genug Strom haben durch das Upgrade. So. Das läuft alles. Super. Wir gehen nochmal irgendwo hin. Hier, Edmontosaurus. Können wir auch noch gebrauchen. Und es geht gerade voran. Ich habe mir gerade echt fast ins eigene Bein geschossen. Aber das regelt sich gerade alles. Und ich würde sagen, Leute, das war wieder ein sehr guter Schritt. Wir haben eine Dinosaurierart mit Trixie mehr in unserem Park. Wir haben bald ein ACU hoffentlich. Wir sind bei 388.000, was nicht schlecht ist. Und damit würde ich sagen, diese Folge ist damit vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen mit einem Like oder einem Kommentar. Falls ihr Tipps für mich habt oder sowas, schreibt sie auf jeden Fall unten rein. Die werde ich definitiv brauchen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Euer Danny.